Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade auf dem Weg, irgendwo hier in der Nähe von Olpe. Und gehen auf ein Trail-Fahrrad fahren, wo ich schon mal einmal gewesen bin, letztes Jahr. Und ihr seht vielleicht, wir haben nur ein Fahrrad dabei. Und das liegt daran, dass ich heute ein Levo SL teste. Und zwar das, ja, kann man schon fast custom ein bisschen aufgebaute vom Thomas. Ich freue mich sehr, bin das ja noch nie richtig gefahren. Außer mal einen Streckenabschnitt irgendwie, glaube ich, in Siegen. Aber jetzt so auf dem Trail ist das ja nochmal was anderes und auch mal beim Uphill so testen. Wie fühlt sich so ein Light-MTB, EMTB an? Und da bin ich echt gespannt drauf. Ja, wir sind leider schon ein bisschen spät dran, aber wie das so ist, ne? Frauen müssen dann nochmal schnell irgendwie Pipi machen gehen. Und deswegen sind wir zu spät. Ich hoffe, die anderen sind uns nicht böse. Wir müssen nämlich auch noch Bike-Setup machen, also Fahrwerk einstellen und so. Und yes, ich habe gerade mein Frühstück hier hinter mir. Einen halben Oat King, ein Red Bull, perfekt. Ach, fürs Trail fahren, let's go. Was ist hier los, Paparazzi? So Leute, wir sind angekommen. Da ist der Thomas. Yeah! Wir fahren heute beide, was sagst du, Eisdielen-Fahrzeug? Speiseeisfahrräder. Speiseeisfahrräder. Speiseeis-Bros. Ich bin sehr gespannt. 29 Zoll. Super leicht. Kommt mir so fast so leicht vor wie mein Enduro. Ja, ich versuche erstmal. Oh, ich kann schon jetzt nicht mehr. Erster Uphill immer das Schlimmste. Versuche erstmal jetzt mit nicht so viel Unterstützung zu fahren und dann mal schauen. Ne? Alter, 3,5 Wochen nicht am Fahrrad. Das ist schon eine Nummer. Ah, schön. Schön hart, rutschig. Oh Gott, ey. Okay. Oh. Okay. Der ist aber neu gebaut, ne? Aber letztes Jahr war der nicht so schön. Dieses Jahr ist er richtig. Die haben ihn nur renoviert. Ich bin gespannt. Den Berg schräg runtergerutscht. Oh, die habe ich jetzt noch exklusiv frei gemacht, weil ich halt wohl nur noch so weit ist, habe ich nur noch einen ganz grob frei gemacht. Ne? Boah. Oh, schlechte. Ich bin auch oben auf dem Kamm gefahren, links oder unten im Loch. Oh Gott. Oh Gott. Du hast den gleichen Luft wie ich, weil du hast den gleichen Luftdruck und den gleichen Reifen, ne? Also ich musste feststellen, es ist gar nicht so einfach, auf diesem gefrorenen Boden zu fahren. Allerdings nach ein paar Tipps vom Thomas über Druck im Bike und Pushen und so weiter, lief das schon erstaunlich gut. Denn es ist tatsächlich so, desto mehr Druck ihr auf die Reifen gibt, desto besseren Grip habt ihr. Und eigentlich denkt man ja genau das Gegenteil, nämlich dass man dann erst recht wegrutscht. Allerdings ist es ja oft so, dass ja, die Dinge einfach anders sind, als man sich eigentlich irgendwie im Kopf so denkt. So Leute! Da jetzt ein paar Abfahrten hinter uns. Der Thomas ist auch noch mit dabei. Yes! Der hängt,
Der hängt jetzt in Windschatten, immer im Trail-Modus gefahren. Aber jetzt schalten wir gleich mal in den, wie heißt er denn bei Specialized? Ich glaube, warte, ich mach mal eben. Turbo. Turbo. Ich nehme euch mal mit auf die GoPro und dann schalten wir zusammen in Turbo. Okay, ich bin bereit. Okay, wie Motorsport. Fertig. 3, 2, 1, go. Okay. Dann muss man schon einmal schalten wieder, ne? Dann muss man wieder zweimal schalten. Wenn man geschaltet hat, ist es dann noch begrenzt, ne? Dann zieht er noch mehr, ja. Zieht er noch mehr. Aber wir wollen ja wieder artig fahren. Aber wie die Gas geben, nicht normal. Der ist tatsächlich ein bisschen umgestellt worden. Ne? Ich habe alles gegeben. Doch, vor mich in die Luft kommt und da habe ich nicht frei gemacht, ich Schwein. Scheiße, ey, das ist echt rutschig. Das ist echt rutschig, ja. Ne? Vorsichtig. I'm fed up with changes. Come pick me up, 'cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. So back up, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, but a little bit inside, you know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light. Step up. Kannst du. So Leute, wir sind zurück im Auto, auf dem Rückweg. Hab jetzt das Levo mal ausgeliehen. Ja, auf jeden Fall werde ich es jetzt ein paar Tage testen. Dann wisst ihr nämlich auch, wie ja, die Vor- und Nachteile von dem Bike sind, weil ich das dann ausführlich sozusagen für euch teste. Erster Eindruck auf jeden Fall. Die ersten zwei Abfahrten bin ich so ein bisschen vorsichtig gewesen, weil ja, es ist halt auch nicht mein Fahrrad, will ja auch nichts kaputt machen und so. Ne? Und es war alles hart und gefroren und glatt. Aber nach den zwei, drei Abfahrten lief das sehr, sehr gut. Und auch die Unterstützung, wo ich mir am meisten Sorgen drum gemacht habe. Ich bin halt nur im Trail-Modus gefahren, das ist Stufe 2 von 3. Und
das ging echt gut und ich hatte echt jetzt noch trotz der Kälte und wir waren 2 Stunden am Fahren noch über die Hälfte vom Akku voll. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Eigentlich sollte ja bei der Kälte der Akku nicht so lange halten. Also beim Focus zum Beispiel zieht der immer echt den Akku so leer. Der ist einfach ruckzuck weg. Vor allem, wenn es so kalt ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Also mir hat das Bike richtig Bock gemacht und die Akkuleistung bzw. Motorleistung für Unterstützung hat mir jetzt persönlich gereicht. Ich mache allerdings auch die letzten Tage immer ein bisschen Cardio-Training, also die letzten Wochen. Und vielleicht hat sich da schon ein bisschen was getan. Aber wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, ich werde noch das ein oder andere Video machen. Unbedingt ein Abo da lassen. Mindestens 2 neue Videos jede Woche, auch bei solchen Wetterbedingungen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.